Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Fasso Maruga nach Brüssel sagt nichts und Frau Wittmer-Schlumpf ist in Singapur und sagt, es braucht eine neue Abstimmung. Also, das sind ja jetzt gerade zwei Medien-Hypes. Und am Mittwoch an unserer Nominationsversammlung habe ich den Fragesteller lernen kennen. Der ist nämlich Nationalratskandidat für die FDP Kanton Bern, der Roland Matthys, der in Singapur lebt und jetzt im Sommer dann wieder zurück auf Bern kommt. Und er war an dieser Veranstaltung mit Evelyn Wittmer-Schlumpf, hat ihr nachher aus persönlichem, politischem Interesse die Frage gestellt, wie seht ihr das jetzt, das Verhältnis Schweiz-EU, wie geht das weiter? Und sie hat ja quasi einen Disclaimer gemacht und hat gesagt, auf Englisch, it's just my personal opinion. Und hat, Moment, und hat nachher gesagt, und dann vor NZZ, und hat auch noch gesagt, sie würde es nicht in der Zeitung lesen. Und das ist natürlich dann gerade für einen Journalist das gefundene Fressen gewesen, um das online zu stellen. Und damit hat es natürlich eine riesige Diskussion ausgelöst. Aber jetzt komme ich auf... Wie lange bist du jetzt im Business, liebe Christa? Jetzt komme ich auf den Kern von ihrer Aussage.